ich bin's wieder, Kesunai Haram, hier mit meinem Let's Play von Pokémon Gelb. Und beim letzten Mal haben wir die Arena von der Zinnoberinsel abgehakt, indem wir Pyro besiegt haben und den Vulkanorden verdient haben. Und dann sind wir sofort nach Britannia City zurückgekehrt und gemerkt, ha, die Arena ist jetzt offen. Die ist auch eh die letzte, die wir noch machen müssen. Also, keine Zeit verlieren. Let's do this. Kiai, mit diesem Kampfschrei mobilisiere ich meine Kräfte. Yeah, sure. Whatever. Lieber Schwarzgurt. Mach hallo. Keine Wirkung. Ich bin so böse. Ich mag die Geräusche im Hintergrund nicht. Überall ist irgendetwas. Just bitch. Stop it. Er wird ja auch an X-Angriff nicht weit bringen, wenn Gengar nicht mal einen Kratzer zufügen kannst. Ja. Meister, verzeih mir. Ich bin deiner Gnade unwürdig. Ich bin nicht dein Meister. What the fuck? Ich bilde mit meinen Pokémon eine Einheit wie Yin und Yang. Oh, Yin und Yang. Das ist eine coole Erwähnung. Rihorn. Vernünftiges Boden-Pokémon. Dankeschön. Ja, komm. Die Traumfresser-Taktik. Nom, 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 nom. Lass es dir schmecken, Gengar. Sehr schön. Deine Pokémon harmonisieren gut mit dir. Ja, wir sind auch wie Yin und Yang, ne? Kennst du die Identität unseres Arena-Leiters? Also, ich kenne sie, ja? Aber wie schön, dass man von den ganzen Blickwinkeln aus nicht sehen kann, wer es ist. Genau so muss es sein. Und dann kommt der Mega-Plot-Twist. So. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus. Okay. Und nochmal ein Rihorn. Ja, komm. Sehr schön. Ich habe den Halt verloren. Oh, es tut mir leid. Der Meister wird mich schelten. So, ich glaube, dann bist nur noch du übrig. Ich bin der Karate-König. Ich besiegle dein Schicksal. Besiege dein Schicksal, was? Ja,
Ja, wie gut, dass Sinsala jetzt vorne ist, ne? Oh, das habe ich gar nicht geplant. Habe ich wirklich nicht, aber... Yes! Jetzt werdet ihr alle weggerackt. Einmal Holo. Hm. Tja, arme kleine Fratz wird jetzt leiden. Durch ein Epilepsie-Strahl-Attacke. Weg. Ein Mushrock. Again. Ah! Schöner Kampfschrei. Du willst in die Pokémon-Liga? Du? Werd bloß nicht größenwahnsinnig. Aber ich schaff's in die Liga. Ich hab's so gut wie geschafft. Also come on, bitch. Okay. Dann auf los geht's los. Wer ist der Arenaleiter? Dam, dam, dam! Haha! Willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich Team Rocket wieder auferstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Aber nicht als Rocket Boss. Nein, als Arenaleiter. Das ist doch mal ein Plot-Twist. Puh. Na gut. Giovanni, hier gehen wir's. Diktri ist weg. So, als nächstes Snobbilicat. Doppelteam. So spielen wir also. Epilepsie-Strahl, Attacke! Er hat ja auch kein Doppelteam. Und als nächstes Nidoqueen. Na dann, Gyarados, tu dein Ding. Hug me! Nope. Nom. So, Nidoking. Der King. Hat er seine
Nidorino auch endlich mal entwickelt. Ha. Und sein letztes, Rizeros. Rizeros. Spannend machen oder One-Shotten? Spannend oder One-Shot? Spannend. Oder so. Hm. Okay, dann halt nicht. Ja, das... I love you. Und genau aus diesem Grund, liebe Kinder, fangt euch ein Karpador. Auch wenn es am Anfang noch so nutzlos ist. Ihr werdet es nicht bereuen. Ha! Der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Oh. Oh, fühlen wir uns gut. Das fühlt sich gut an. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Erstellt den Beweis deines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt dir den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in dein Pokémon-Liga-Abenteuer. Dankeschön. DM27 ist Geofissur. Okay, ein One-Hit-KO-Move. Man kann damit ein Pokémon mit nur einem Treffer besiegen. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenaleiter war. Du bist doch immer noch Arenaleiter. Ich habe meinen Meister gefunden. Meine Taten waren schlecht. Ich löse Team Rocket auf. Von nun an widme ich mein Leben dem Studium der Pokémon. Vielleicht sehnen wir uns eines Tages wieder. Lebe wohl. And he's gone. And he's gone. Just like that. He's gone. Und von wegen, seine Taten waren schlecht. Ich löse es auf. Ich widme mich dem Studium. Von wegen! Hast ja Team Rocket wieder eingeführt. Bitch. Ja. Das gibt's nicht. Giovanni war hier Arenaleiter? Ja, unglaublich, ne? Du sagst nichts weiter dazu. But yeah! We did it! Alle 8 Orden. Verdient! Das war gut! So, nicht anders muss es sein. So, was machen wir jetzt? Wir haben 2 Möglichkeiten. Wir können direkt zur Pokémon-Liga marschieren. Oder wir fangen jetzt schon an mit ein bisschen Legendary Hunting. Na, spätestens bei der Siegesstraße. Ja. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine.
Naja. Aber ich glaube, fürs Erste wollen wir erstmal ein kleines Hindernis überwinden. Garadas, ich brauche dich nochmal an die Front. Dankeschön. Alter, was ist mit der Musik plötzlich? Die ist ja plötzlich etwas schneller. Oder bilde ich mir das nur ein? Was? Der Typ? Was für eine Überraschung! Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Mimi. Du besitzt auch alle Orden. Das ist cool. Der Typ, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Mimi. Also los geht's! Also gut, Alter! Dann wollen wir dich mal plätten. Genauso wie ich Pyro und Giovanni gerade geplättet habe. So. Ein Owei. Owei. Glurak! Glurak, mein Durak! Flammenwurf! Uff. So. Magneton. Wen nehme ich ihn dafür? Simsala. Ich sehe gerade sein Level. Oh je. So. Vulnona. Gengar. Gengar, das hatte ich gerade. Traumfresser-Taktik? Na komm! Oh, come on! Direkt aufgewacht! Was ist das denn für ein Shit? Danke! Und Traumfresser! Nom. Ja, friss. Süß. Das hilft dir jetzt auch nicht. Ein Trank vor allem. Hast du nicht genug Geld für anderen Stuff oder was? Oh Mann. Das ist arm. Das ist bitter. Kadabra. Na gut. Taubos. Flieg mal hoch. Wusch.
Okay, ruckzuck. Grins. Ja, mein Team kann's. Mein Team ist special. Und sein Aquana. Na gut, dat Vieh. Your turn. Ist schließlich dein Rivale. Aha! Und verschwindet einfach mal. Und weg. Aha. So nicht anders. Was? Ich war zu unvorsichtig. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Mimi. Der Typ, auch wenn du gewonnen hast, Mimi, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Ja. Ja, ich hab gewonnen. Das ist geil, ne? Das ist geil. Ich hab mein Team lieb. Ich hab's dort von lieb. Okay. Dann ist das aus dem Weg geschafft und ich glaube... Ja. Wir betreiben tatsächlich jetzt Legendary Hunting. Und dafür muss ich mich erstmal vorbereiten. Hi, John Lennon. Ich bin nicht John Lennon. Ja, whatever. Ganz viele Pokebälle. Wenn ich genau weiß, das wird jetzt gleich eklig. Ach du Scheiße, kann ich viel kaufen? Fällt mir ja jetzt erst auf. Okay, dann noch ein paar. So. Danke, John Lennon. Ich bin nicht John Lennon. Wie viele habe ich denn jetzt? 57. Also, ich glaube, das klappt. Ich glaube, das wird klappen. Meisterbär werde ich nicht schmeißen. Nein. Einfach nein. Gut. Na gut, dann kann ich ja schon mal zur Seeschauminsel reisen. So ist das ja nicht. Schutz. Einfach schon mal zu dieser Insel surfen und das war's dann heute. So. Und dann, im nächsten Part, geht das Legendary Hunting los. Offiziell. Egal ob positiv oder negativ, wer hat mehr gern gesehen, das war's mal, seid zu besehen, das nächste Mal wieder. See ya, guys.